Stream, bitte starte. Ja, Stream ist gestartet. Hallo. Ich wollte das ja, ich wollte eigentlich bloß auf den Ausschalter, damit wir nicht die ganze Zeit das Bildmaterial sehen müssen. Jetzt sehen wir mich, wie ich grinse. So, jedenfalls, ich habe ja letztens den hier gezeigt, der geht übrigens immer noch nicht so richtig an. Wollte ich nur mal schnell gezeigt haben. Und da sieht man in der Spiegelung. Ja, genau, wir spielen auf diesem nicht funktionierenden 3DS Layton Mystery Journey und so. Nein, auf jeden Fall, der funktioniert immer noch nicht, man sieht es, der Bildschirm bleibt schwarz. Ich werde den mal wieder ausstellen und dann werden wir machen, dass der wieder funktioniert. Mit meiner Zauberhand. Mit, genau, mit meiner Assistentin Miss Hand. Helen Hand. Kennst du Helen Hand? Ja, klar. Warte mal. Ist da hin? Wo habe ich denn jetzt eigentlich meine Magnete? Ich brauche einen Magnet für meinen Zaubertrick. Das ist kein Witz, das ist ein tatsächlich... Ja, wusste ich nicht. Dann gehen wir schnell Moment, holen. Ich suche mal und gerade. Und ich versuche irgendwie... Hoppala. Wo waren denn die Magnete hin? Das ist doch echt blöd. Ich habe nichts umgestellt. Keine Sorge, es ist nicht... Ah, hier sind die Magnete. Ich hätte gar nicht aufstehen müssen. So. Ein Stapel mit Magneten. Einer davon reicht eigentlich schon. Und ich sehe gerade auf deinem Bildschirm schon unseren Nordmann-Ersatz. Ja, nein, ich hab ja schon mal so weit wie So, übrigens, ich kann euch mal was Lustiges zeigen. Wenn ich nämlich diesen Magneten hier auf den 3DS auf eine bestimmte Stelle lege, geht er in den Schlafmodus. Also, als ob ich ihn zuklappen würde. So, das ist nämlich der Trick, den wir gleich mit diesem anderen Magneten hier machen werden. Und zwar, den lege ich hier jetzt drauf. So, seht ihr das? Gut, und jetzt müssen wir mal folgende Tasten drücken. Also ich habe die hier und diese und diese. Und jetzt musst du versuchen, den anzumachen. Und bitte das, ja... Gedrückt halten, oder? Gedrückt halten, bis da das Licht... Ja, das Licht ist da, okay, weg damit. So, und jetzt, wenn ich jetzt gleich den Magneten abnehme... Tada! Ich habe in etwas reingebootet, womit ich diesen 3DS wiederherstellen kann. Und herzlichen Glückwunsch, er lebt wieder. Dank Magie. Mana. Und dank, Mayonnaise. Und dank der magischen Hand. Genau, und dank der, meiner liebreizenden Hand hier. Auf jeden Fall, voll cool, dass das geht. Und dazu braucht man eigentlich bloß eine Nintendo DS Flashcard. Die es schon gab, bevor es den 3DS gab. Ja. Und... Ist echt cool, dass das funktioniert und das ist echt praktisch für jeden, dessen 3DS kaputt ist. Okay. Oder vermeintlich kaputt ist. So, ich versuche jetzt erstmal, ich mache den erstmal zu, den ganzen Kram. So. Jetzt spiel das Spiel weiter, Mann. Ja, ich spiele jetzt endlich das Spiel weiter, aber vorher mache ich nochmal den Magnettrick. Ha. Ja, okay. Jedenfalls. Genau, das ist die Macht der Technik. Magie ist für Schwächlinge. So, dann machen wir jetzt wirklich mal weiter. Das hat ja lange genug gedauert. Ja. Und dementsprechend... Und wir haben übrigens herausgefunden, dass ich wirklich einen Flummi kriege. Ja, dank Kira. Ja. Die nämlich so nett war und den Schiedsrichter gespielt hat und dir extra ein paar mehr Punkte als mir gegeben hat. Ja. Nein, Quatsch. Aber, weißt du noch, wie der genaue Stand war? Der genaue Stand kann ich leider nicht sagen, weil ich glaube... Oder, Moment, der genaue Stand müsste in dem letzten Part drinstehen. Ach, mach mal. Von heute... Warte. Gelöste Rätsel, insgesamt 21. Und du warst bei... Du hattest 12 und ich hatte 6 schneller. Oh Gott, ich muss übrigens aufholen. Okay, gut. Jedenfalls, ich lese noch, was bisher geschah. Dann versteht man es ja. Das ist ja der Sinn der Sache. Weil der Typ sagt das jetzt einfach mal nach meinem... Nein, nicht. Treffen einen Zeuge, dann würde er ja nicht von einem Zeuge reden. Okay, 12 zu 6. Ich muss echt die nächsten 6 Rätsel erstmal, um auf Gleichstand zu kommen, alle schneller lösen. Nein.
Das Team kehrt bla 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 zurück. Wer sagt denn das überhaupt? Das muss doch Ahnung. Lucy. Ja, bestimmt Lucy. Das ist bestimmt Lucy. Ja, okay, okay. Los. Yo. Konditorei, Handy. Konditorei, wir sollen, hier war nichts mehr, ne? Da hatten wir ja schon alles abgefahren. Ja, zur Not, wir können auch erstmal die Storys durchmachen und dann sehen wir ja, wo alles ist. Ja, Entschuldigung. Ja. Ich habe schon auf die Konditorei gedrückt. Du hast auf die Konditorei. Okay. Okay. Ah, okay, dann brauche ich hier jetzt bitte meine Hand. Un momento, per favore, signorina. Oh, hallo. Was kann ich für meine Lieblingsbedienung tun? Was? Er ist eine Lieblingsbedienung? Das gibt's doch nicht. Ich habe da ein kleines Problema, bei dem Sie mir vielleicht helfen können. Wissen Sie, seit neuestem bieten wir abends unser perfektes Dinner an. Der Gast sagt uns, was er mag, und wir stellen ihn ein Menü zusammen, aber es läuft nicht wirklich gut. Möchten wir den Grund dafür wirklich hören? Zum Beispiel sowas wie, dass sie ihre Lieblingsbedienung sind? Das ist kein Grund, den ich hören möchte. Nein, Quatsch. Nun, unser Koch ist Weltklasse, aber er ist nicht sonderlich gut darin, die Wünsche unserer Kunden zu verstehen. Aber mit ihren detektivischen Fähigkeiten, Signorina, könnten sie das perfekte Menü für alle Gäste zusammenstellen. Bitte. Schließlich ist das ja ihr Beruf. Sie finden doch Sachen über Menschen heraus, ne, Vero? Verstehe. Hört sich faszinierend an. Faszinierend. Zählen die dann auch mit rein? Ich würde sagen, ja, ein Minispieler, so aus dem Dings. Wie ein Minispieler? Na, wenn wir jetzt irgendwie solche Minispielrätsel haben. Was sind Minispielrätsel? Na, sowas wie zum Beispiel in Schatulle der Pandora, der Hamster und sowas. Ach so, sowas gibt es? Na, ich denke, das wird doch wieder sowas sein. Okay. Ich denke, genau das ist das. Okay. Oh, Miss Layton, du bist so gut zu allem. Zu gut, genauer gesagt. Und nicht gut genug zu mir. Ja, nein. Wenn sie wenigstens nicht gut genug für ihn wäre. Nein, nein, nein. Er ist ja nicht genug für sie. Ja, sowieso. Immer mit den Füßen voran, was, Cat? Ab jetzt findest du das Minispiel. Okay. Ein perfektes Dinner in Cats Tasche. Versuche die perfekte Kombination aus Gerichten zu finden, die zu den Vorlieben der Gäste passen. Nein! Bei sowas bin ich gut! Nein, ich dachte jetzt eher so, das ist der Teekoffer! Ja, bei sowas war ich auch gut. Bist du der Herausforderung gewachsen? Findest du das perfekte Mahl für jeden Gast? Ja. Ja, das Mahl, das Harry hat im Gesicht. Ja, los, machen wir. Oh Mann! So schnell? Ja! Oh, jetzt muss ich mich echt... Also, erstmal gucken, erstmal alles lesen und dann in Ruhe. Und dann mit dem Ruck. Okay. In diesem Spiel musst du ein perfektes Dinner zusammenstellen, um die hohen Ansprüche der jeweiligen Gäste zu befriedigen. Du musst eine perfekte Abfolge von Gerichten aus Vorspeise, Suppe, Hauptgericht und Nachtisch zaubern. Suppe wähle für jeden ein Gericht? Ja. Wähle für jeden Gang bla bla bla. Du kannst Freunde und Kollegen der Dinnergäste befragen, um wichtige Hinweise über ihre Vorlieben zu erhalten. Sobald du alle vier Gänge zusammengestellt hast, wählst du Servieren aus. Nun erfährst du irgendwas. Es gibt drei mögliche Ergebnisse: ungenießbar, essbar und das perfekte Dinner. Gib dein Bestes. Wenn du keinen Erfolg hast, achte darauf, was der Gast sagt. Es könnte dir helfen, ein passenderes Menü zusammenzustellen. Okay. Wenn du bestimmte Rätsel im Spiel löst, erhältst du neue Rezepte. Ah, also es kann passieren, dass wir hier vielleicht noch gar nicht perfekt sind. Wollen wir das dann erstmal lassen? Wollen wir es vielleicht ganz am Ende machen? Wenn wir wirklich alle... Wenn wir wirklich alle Rezepte haben ja. Und so. Finde ich super. Ja, dann muss ich mir jetzt noch keinen Stress machen. War ja auch zum Beispiel bei Dingens, bei Aslan mit den Anziehsachen war ja auch, dass du ja einige noch nicht machen konntest, obwohl du den Auftrag gekriegt hast, weil du ja die Kleidungsstücke erstmal zusammen suchen musstest. Ja, echt schlimm sowas. Wie das duftet. Und schaut nur, Kekse frisch aus dem Ofen. Oh ja, die sind sie toll. Ist wie ein kleiner Welpe, wenn sie diesen Laden betritt. Sie macht... Die macht dasselbe, wie wenn ich Rui Legend sehe. Ja, diesen Draco Newt. Oh, süß. Ah, so süß. Liebe Zuschauer, helft mir bitte bei den Rätseln, damit ich wieder auf Gleichstand komme. Oh nein, komme. Wir haben ausgemacht, dass wir nicht da hochgucken, während wir Rätsel lösen. Ja, wir gucken gar nicht auf den Bildschirm, okay. Obwohl der so groß ist und so taunted. Und ihr werdet sofort sehen, wenn er schummelt. Okay, los. Ich liebe es,
ba-ba-ba-ba-ba, wenn sie so begeistert ist. Das heißt Mana Mana. Mana Mana, ich liebe es. Genau. Ha! Wir helfen, wenn sie okay, dann werde ich allein gegen euch alle. Boah. Ich hab Angst. Warum bin ich eigentlich hier immer in jedem Let's Play der am wenigsten gemochte? Das stimmt gar nicht. Doch, was denkst du, warum die so erfolgreich sind? Wegen mir? Ja. Wegen Marc. Auch. Eure Kombi ist halt toll. Okay. Marc als der Schlaue und ich als der Rumblödelnde. Ja. Das ist echt gemein, dass du das jetzt bejaht hast. Nee, ich Marc macht weniger Scherze. Ach so. Aber Marc. Ja. Und seine Mama auch. Ja, und jetzt weiter. Okay. Mit den beiden kommen wir nie weiter. Oh, Jerry. Jerrys Bruder Terry ist auch hier. Perfekt. So können wir beide fragen, ob sie etwas wissen. Terry! Welchen? Terry! Ist der rechte? Terry! Oh, dann meinst du bestimmt den linken. Ihr könnt sich immer noch nicht merken, wer Terry und wer Jerry ist. Entschuldigung, die heißen beide einfach irgendwas mit Harry. Also nehmen wir erstmal Terry und Jerry. Ja. Ich kann es ja auch schlecht nachlesen. Guten Abend, Terry. Wie war denn das nochmal? Ja, nee, ja. Ah, Frau Layton, ich möchte mich noch einmal wegen der Sachen mit dem Big Ben entschuldigen. Ich hab meine Lektion gelernt. Hier geht es um was anderes. Um das Pärchen, das vermisst wird, seit es heute Morgen in die Thames gefahren ist. Ob fair? Ich hab gehört, die sind im Fluss ertrunken. Sie sind Freunde von ihnen? Nein, ja, ich hab damals manchmal Requisiten für ihre Theaterproduktion gebaut. Wetten, das sind Marionetten oder so. Das machen sie auch noch. Sie sind wirklich ein Mann mit vielen Talenten, was, Mr. Handy? Oder so Handpuppen. Ja, sowas wahrscheinlich. Wissen Sie vielleicht etwas, was jetzt bei unseren Ermittlungen weiterhelfen könnte? Vielleicht hatten Sie ja ein Problem, von dem Sie wissen. Oder machten Sie sich Sorgen wegen etwas? Tut mir leid, da haben Sie mir gegenüber nie etwas dergleichen erwähnt. Ich wusste ja nicht mal, dass Sie ein Paar waren. Aber Sie waren eins? Ja, nein, also falls Sie vorhatten, heute Abend beim Uferbekenntnis mitzumachen, dann ja. Da sind nur Paare zugelassen, aber ich wusste ja auch nicht, dass sie eine Beziehung haben. Wirklich? Ist doch immer offensichtlich. Das haben sie weder mir noch ihrer Theatergruppe verraten. Vielleicht war es ja ein großes Geheimnis. Warum wohl? Beides Männer. Genau, Ob und Fair sind Männer, das wäre so süß. Das wäre toll. Nee, wir wissen ja, dass das eine Frau war. Mist. Naja. Was? Naja. Achso, naja, wenn es ein Geheimnis war, dann wäre es mit ihrer Teilnahme beim Uferbekenntnis definitiv aufgeflogen. Nein, ja, deswegen bin ich ja überrascht. Okay, das hat ja gar nichts gebracht. So, dann nehmen den anderen. Hallo, Frau Detektivin, willkommen. Möchten Sie sich einen meiner wunderbaren Kuchen gönnen? Auf jeden Fall. Auf keinen Fall! Oh, nein. Eigentlich ermitteln wir in ein Paar und dachten, Sie könnten vielleicht ein paar relevante Informationen für uns haben. Aber eine Erdbeer-Buttercreme-Sahne-Torte würde ich nie. Ja, aber da wirst du gefragt, sind Sie sich da sicher? Das ist da so dumm. Aber ich finde das echt toll, dass sich die Leute, die Kellner dort wirklich Sorgen drum machen, dass ihre... Der hat ja nicht Sorgen gemacht, dass ich irgendwie von wegen...
sie sind schon zu dick, sie sollten nicht umgehen, aber so... So eher so, sie könnten dick werden davon. Na, das ist ja eigentlich eher schlimm. Das ist ja traurig, dass jemand... Traurig ist ja, das. Ja, nee, aber das war eher so... Ich hab gedacht, sie sind so Kalorienzählerin und achten so stark auf ihre Figur. Ja, schade, dass ich da nicht an deiner Stelle war. Ich hätte nämlich echt gesagt... Ach so, nee, du hättest ja erstmal gesagt... Oder hast gesagt... Ich hab jetzt, gesagt, nee, Kalorien zählen kann ich nicht. Und ich hätte dann noch hinten dran gehangen. Ich gehe eigentlich nur kotzen. Ja, nee, mach ich gar auch nicht. Nee, aber das ist so sarkastisch. Ja, ja. Okay. Okay, ja.